Jetzt schon. Natürlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MLS 22 Hofbergmann mit dem Patti und dem Schweizer. Hallo. Hallo. Hi. Patti, deine Träume haben sich erfüllt. Der Schweizer ist endlich mit dabei. Der Nacht, er hat wochenlang nicht schlafen können, weißt du? Und jetzt ist endlich soweit. Schön. Paul hat leider heute keine Zeit, deswegen hat sich der Schweizer bereit erklärt, mal ein paar Folgen anzuspringen. Alter, du bist hier so oft auf der Map, Schweizer. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Gute Frage. Er hat wieder alles kaputt gemacht. Nein, er macht nichts kaputt. Männer, wir haben schon ziemlich spät. Wir haben 19.30 Uhr ingame. Wir müssten vielleicht mal gucken, dass wir die Tiere vielleicht nochmal versorgt bekommen, damit wir spulen können. Du machst schon wieder den Stress hier. Ja, sie muss ja ein bisschen produktiv schon sein. Also, weißt du, so ein Stress hier zum frühen Abend, ne? Ja. Patti, du musst Sonntagmittag. Die ist ja noch nicht fertig. Du musst ja einen sehen, Patti. Je schneller wir fertig sind, desto früher können wir ins Bett gehen. Und das muss Anreiz genug sein. Ich kann das Mikro noch lauter machen. Nicht, dass sie sich wieder beschweren. Patti, ja. Leute! Also irgendwas ist mit Schweizer nicht, also irgendwas stimmt hier nicht. Du bist doch das mit Schweizer bei mir in jedem ist. Fahrzeug drin. Ja? Ja, ich hab dich hier dreimal. Im Radlader, im LKW und da hinten ist noch ein Fahrzeug. Ich hab da was verloren. Ich glaub, der hat an. Kannst du mal auch noch einen draufsteigen, Schweizer? Okay, es wird nicht besser. Nicht schön. Vielleicht müssen wir dich nochmal vom Server kicken. Okay. So, ich mach das Güllefass jetzt nochmal voll. Ich weiß gar nicht, ob wir noch was zum Güllen haben. Das große Feld habe ich jetzt fertig gemacht. Mit den Gärrechten. Aber kann ich jetzt hier rein oder kann ich hier nicht rein? Ah doch, ich kann rein. Alles gut. Jetzt bist du weg. Sehr komisch, oder? LS. Muss man nicht verstehen. Naja, wie geht's eigentlich unseren Tieren? Oh, die Ziegen brauchen Wasser. Mhm. Wasser und Stroh. Da fangen wir mal hier an. Ach du Scheiße, wer ist denn jetzt hier? Ah, moin. Hi. Sitzt bei dir noch wer drin hier? Nö. Okay, bei mir sitzt ein Typ drin. Das war ich gerade. Nee, da sitzt überall einer drin, aber ohne Namen. Hä? Ich kann auch nicht einsteigen. Also ich konnte gerade reintappen, also das war nicht das Problem bei mir. Der Weinernter steht noch, ne? Der läuft ja, noch, so wollte ich sagen. Ja, glaube ich, damit unterwegs, oder? Ah, okay. Redet schon wieder nicht. Ist okay. Saß du gerade im Weinernter? Auch ja. Auch ja. Okay, okay, in so ein paar Fahrzeugen kann ich nicht rein, aber ist nicht so schlimm. Mhm. So, wie sieht's denn bei den Mukus aus? Die haben noch 13.000 Liter. Das geht doch. So, ich lass den Fendt jetzt mal an der BGA stehen. Wenn wir brauchen, müssen wir dann holen. Mhm. Jetzt ist Werner bei mir überall drin. Was? Du bist im... Warte. Irgendwie ist das komisch, muss ich sagen. Im Unimog? Ja. Im Nissan? Im Krone? Was? Ist nur noch Unimog, ja, Nissan, Krone. Also im Nissan bin ich tatsächlich gerade. Mhm. Wenn der Mensch blaue Klamotten anhat, bin ich's. Ich mag dieses Inspektor-Ding nicht. Ja, es gibt Vor- und Nachteile, aber... Ich mache immer die Minimap weg, dann ist das ganze Ding unten, dann geht's eigentlich. Da vorne fährt ein Futtermischer. Ja, bin mir den anderen gewöhnt halt. Ja, ich den... Mischration machen. Den klassischen. Der hat schöne Symbole und so und jeder hat nur Text. Ich mag das mit Bildern. Ja, auch. Ah, Schweizer, kannst du mal ganz kurz in den... Das bin doch ich, oder nicht? Was? Nee, das bin ich nicht. Kannst du mal bei der Käserei in den Landini einsteigen, bitte, in den kleinen? Und dann nicht wieder wegtappen, sondern einfach nur mit E aussteigen. Ja. Da sitzt ein alter Mann drin und ich weiß nicht, wer das ist. Bestimmt Schweizer. Nein. Mach mal langsam, ich sag Stopp. Hm. Ich könnte den Traktor einfach schütteln, solange bis er rausfällt, aber. Nein.
Nein? Nein? Ich hab keine Ahnung, wo die Kiste da ist. Am Hof, wenn du den Hof, wenn du auf dem Hof schaust, eher links unten. Eher links unten. Das ist ein scheiß Symbol. Du siehst mich, wie ich mich drehe? Ja. Genau da. Genau, kannst du mit E aussteigen? Jetzt kann ich einsteigen. Dankeschön. Du musst wieder raus. Danke. So, jetzt geht das. Okay, dann müssen wir das vielleicht so machen. Ist das leer oder ist das voll hier, die Butter? Nee, warte mal, wir machen das anders. Wo ist denn der andere Wasseranhänger-Party? Ah, hier ist einer, warte. Entschuldigung. Verkauft. Verkauft. Hat ihr das angesprochen? Wir wollten ja eigentlich, das stimmt, du hast vollkommen recht, wir wollten ja eigentlich den großen Selbstfahrer für die Gülle holen, ne? Genau, entweder den Pflöger oder das, den Fünfachser. Aber es wäre ja fast für den Pflöger. Pflöger. Ja, können wir auch machen. Aber jetzt haben wir das Fass schon gemietet. Dann geben wir es wieder zurück. Was dahinter hängen? Aber das ist noch voll. Was dahinter hängen? Können wir das? Stimmt, das geht auch. Können wir die Gülle dann überladen? Ja. Ja, das wäre doch geil. Da hat man richtig fetten Güllebomber. Müssen wir mal testen. Aber wir können den ja mal mieten. Wenn wir ihn brauchen. Ja, gut, der kostet 19.000 in der Miete. Das geht noch. Ich habe ein Problem. Wir haben zwei Fässer. Aber die sind beide mit Milch voll. Oh Mann. Ja. Wir brauchen noch ein drittes Fass. Weil fürs Wasser brauchen wir noch ein Fass, ne? Naja, weil das ist, passt halt immer nicht. Weil die Käserei, die verarbeitet immer zu wenig. So. So, warte mal. Ich hol mal ein Fass. Ne, warte mal, Quatsch, haben wir denn nicht. Geht das nicht in das, in dieses Methanfass? Geht da nicht Flüssigkeiten rein? Nee, das ist rein weg nur für Methan. Nur für Methan. Okay, das wäre noch eine Idee gewesen. Aber gut. Dann. Lass uns mal luschen. Was haben wir denn hier alles? Das ist nur für Gülle und Gärreste, ja, okay. Ui, der Waldrat hat jetzt auch schon 20 Stunden auf der Uhr. Ist das viel? Für mich ja. Gut, dass du es nochmal relativiert hast. Das finde ich schon gut. Ich werde nochmal ein bisschen Schweinefutter anhauen. Mach das. Aber ich habe den noch nie gesehen. Lol. Was? Bei Tierhaltung gibt es als vorletzte Position den Vermeer BPX9010. Ich habe den noch nie gesehen. Das ist, glaube ich, bloß ein Beinauflöser, oder? Ja, aber ich habe den noch nie gesehen. Einfach noch nie. Ja, du, das Vermeer-Pack ist rar. Naja, ist so, ne? Also. Das muss ich vorhin erstmal noch stundladen. Man braucht's eigentlich nicht mehr, weil durchs Göwell-Pack ist ja der Ballenzähler auch jetzt mittlerweile integriert. Mhm. Ja, deswegen brauchst du es eigentlich nicht mehr. Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ich brauche einen Radlader. Weißt du, was ich ja feiern würde, ne? Wenn wir die Fässer alle weggeben und alles durch IT-Runner-Tanks ersetzen. Mhm. Und dann kaufen wir uns drei Tanks in verschiedenen Farben. Einer für Milch, einer für Ziegenmilch und einer für Wasser. Mhm. Dann haben wir nicht das Problem, dass wir irgendwie immer gucken müssen, welches Fass was ist. Haben wir das überhaupt drauf, ne? Ne, doch, im LSFM Universal Tankpack ist es mit drin. Das haben wir drauf. Ach ja, stimmt. Ich hole jetzt mal, ich miete jetzt mal eine Auswahl und dann gucken mal, ob das funktionieren würde. Für Wasser nehmen wir so blau. Rabeblau. Na, machen wir so. Gucken mal, ob das funktioniert. Da gibt es schon wieder Geld, also ja. Ja, bitte. Also ich muss ja meinem Ruf gerecht werden, ne? Geht das sonst nicht. Wir haben mir immer vorhalten, wie viel Geld? Nee, ist das sowieso nicht gesagt. Du gibst nur unnötig Geld aus. Das ist ein Unterschied. Nein. Naja, das kann man drüber streiten. Oh. So. Ah, hast du jetzt gedrückt? Aber Patti, weißt du, was mir aufgefallen ist? Deine Anschuldigungen, ne? Die verlaufen einfach im Sand. Ist ja Entschuldigung. Das ist so wie mit dem 1050, dass ich nur 1050 fahren will. Das stimmt gar nicht. Natürlich. Nein, ich fahr kein 1050 hier. Hier nicht. Na, siehst du?
Also? Wir hatten. Den 50 da. Ja, wir hatten irgendwann mal, ja, zum Probieren, aber aktiv fahre ich keinen 1050, der nicht in unserem Besitz ist. Das ist richtig. So. Meine Entschuldigung. Hm? Jetzt schon wieder so. Ach du Scheiße, der Plöger ist schon da. Was? Hat ihn gemietet? Da steht ein Plöger, aber Händler, soll ich jetzt sagen. Schweizer? Ich nicht. Nee. Also ich habe ihn nicht gemietet. Nee, ich auch nicht. Habe ich ihn aus Versehen gemietet? Das kann sein. Also ich habe geguckt. Schweizer, du warst es doch, wenn du doch so tust, ne? Was sollte ich? Ich guck nochmal in der Folge danach. Ich hatte bloß gesehen, 22.000 Euro ging weg, weil so viel kostet eigentlich auch nicht der IT-Runner. Ist schuld. Also ich habe geguckt, was er kostet, aber ich bin der Meinung, ich habe danach auf Escape gedrückt. Aber ich guck mir die Folge nochmal an. Wir haben ja alles auf Band, ist ja gar kein Problem. Weiter, komm, gib's zu. Was nicht? Ich war nicht. Wie er so grinst, weil das hörst du doch bis hierhin. Nein. Natürlich. Okay. Gut. Ja, wir finden das raus. Gib's zu. Weißt du, was richtig schade ist, dass es keine detaillierte Logdatei gibt. So wie in Ark, weißt du? Hat ein Fundament abgerissen, hat das getamed und so weiter. Aha. Das wäre für eine Les geil. Kannst du? Bin ich schon. Hat QXY getötet. Ja, zum Beispiel. Hat Saturn Z versenkt. Hat dem Postboten die Vorfahrt genommen. Richtig. Hat bei Regen gedroschen. Ja, genau. Was wollte ich... Paul macht Heu heute, oder was? Warum kann er heute nicht? Ja, okay. Dann macht wieder Heu. Der Mad wieder Heu, Heu, Heu. Wo haben wir denn das Wasser geholt? Hatten wir nicht irgendwie eine Wasserentnahmestelle irgendwo? Ja, hier hinten, wo der LKW steht. Ah, oben ja. Links. Oben links. Fahr mal hin, siehst du schon. Oh, da war eine Mauer. Also hier unser Sammel-LKW. Steht ein Patti, lassen wir den mal in Ruhe. Hast du jetzt durch den Schweinestall? Ja, natürlich. Einfach nur um der Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Warum ist der Fendt eigentlich schwarz-weiß wie so eine Kuh? War letzte Woche schon. Guten Morgen. Ach ja, du hast den ja umgemalt. Oh Leute, ich hab Lure Arrows. Was hast du? Lure Arrows. Mhm. Bei mir ist Lok sauber. Warum? Was ist denn das? Possession Farming Script hat. Jo. Ups. So ist er, ne? Weil in der Aufnahme. Ich kann jetzt nicht mal das Ding aufladen hier, weil ich nicht sehe. Oh. Nee. Jetzt kann ich es auch. Ah, jetzt ist es auch wieder da. Hä? Muss man nicht verstehen. Ja, jetzt habt ihr mal einen Eindruck vom Schweizer bekommen. So ist er, ne? Unser kleines Schweinchen. Wie er lebt und lebt. So wie er halt und lebt, ist richtig. Jetzt hat irgendjemand den Plöger geholt, jetzt muss ich ihn auch nach Hause fahren. Logisch. Warte mal, was würde es denn für Aufsätze für den geben? Brauchen wir nicht, aber ich will trotzdem gucken. Wir hatten doch großes Hochspeck auch mit dabei. Irgendwie so. Ja, ist richtig. Gab es irgendwo einen Güllegrubber, den wollten wir eigentlich dahinter spannen. Hier gibt es etwas, das ist ein Gülleverteiler. Den originalen Güllegrubber gibt es nur mit 6 Metern. Ob das jetzt viel oder wenig ist. Gülleverteiler. Horst Joker. Der müsste bei der Gruber mit drin sein. Gruber. Der ist nämlich 12 Meter. Ist nicht bei den Grubbern drin. Bei den Flügen wahrscheinlich auch nicht. Gucken wir mal bei den Scheibenecken. Scheibenecken. Horst Joker, das ist jetzt recht. Gülleverteiler können an passende Güllefässer angebaut. Scheibenecken werden für die Fläche genutzt. Genau, da kannst du ja noch mit dieser Vogelrang-Einheit machen. Jo, stimmt. Da ist ein Gülleverteiler mit dabei. Wollen wir das Gespann mal mitnehmen? Ja, die Frage ist halt, brauchen wir das? So war eigentlich der Plan, so wollten wir es eigentlich auch machen. Ja, dann nehmen wir das mal. Weißt du, Paul wird wiederkommen irgendwann und dann heißt, wir haben ein bisschen viel Mietfahrzeuge vielleicht. Da muss man mehr arbeiten. Das
Wasserhahn sind, ey. Oh, ich weiß nicht, ob der... Doch, geht dran. Oh, das sieht sogar richtig geil aus. Ja? Nee, schönes Ding. Ja, aber dann bräuchte man doch beide theoretisch. Weil das, das große Güllefass ist ja praktisch nur ein Gülleverteiler und hier haben wir ein Güllegrubber. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Ne? Man könnte natürlich auch die andere Dingens nehmen, aber naja. Der Schweizer ist da und macht nur Unordnung. Warum denn? Was macht er denn? Der hat das Boot angemacht. Ach, hast du das Boot angemacht? Das könnte sein, dass ich das angemacht habe. Das dürfte nicht den Schweizer immer beschuldigen. Aber das machst du gern, ne? Nein. So, aber spontan einfach mal dem Schweizer die Schuld geben? Nein. Nein. Und nie gemacht. Ich doch nicht. Könnt ihr doch nie den Schweizer beschuldigen. Mhm. So ein Lieber. Ein Feiner. Warte, ich habe gelesen, dass jetzt auch die Hof Bergmann Mais Plus ready sein wird. Mhm. Also, habe ich euch schon gelesen. Beziehungsweise bei Instagram mitbekommen. Dass die beiden sich da zusammengesetzt haben. Das ist eigentlich eine ganz geile Sache, weil wenn der jetzt ein bisschen mit der Farming Age nicht zusammenarbeitet, ne? Heißt das natürlich auch, dass irgendwie mal mit Terra Life hier gearbeitet werden kann. Das wäre dann, glaube ich, auch machbar. So, jetzt gucken wir mal, ob das Wasser jetzt mittlerweile aufgeladen wurde. Ne, es zieht immer noch. Lol, wie lange dauert denn das? Ich finde das Ding hier, diesen Schmalspruchfeld, ich finde das so verboten. Warum denn? Genau das Richtige eigentlich. Ja. Aber nee. Ja, aber nee. Nee, das ist in meinem Fall. Oh, der Host Joker gibt auch ein paar Warnings aus. Es läuft. Die Lok hat wieder alle Farben hier. Ja, ich sehe es gerade. Paul hat ihn konvertiert. Ehrlich? Ja. Naja. Aber Warnings geht immer noch. Ja, alles gut. Also wieso fährst du jetzt mit dem Pickup 120 Sachen? Ich hatte dein IC zu Hause vergessen. Testen. Ach, testen. Du bist ja nicht zum Testen. Oh, wie kann ich jetzt hier Wasser abladen? Lol, man kann jetzt... was? Was? Das verstehe ich nicht. Was verstehst du denn schon wieder nicht? Ich möchte gerne bei den... Ziegen... Wasser auffüllen. Ja. Normalerweise fährst du mit deinem Behälter mit Wasser ran, dann ploppt das Symbol auf, abladen, läuft. Ich hoffe, du hast das Fass nicht mit Schlauchausführung gewählt, weil das funktioniert bei den Ziegen nicht. Ich glaube, ich hatte die Wahl gar nicht. Die einzige Wahl, die ich habe, war
Universal, das habe ich genommen. Weil das andere ist Gülleausbringer, das habe ich nicht genommen. Und mehr kannst du nicht auswählen. Ich kann auch B drücken und dann wird das Wasser auch weniger, aber es kommt nicht an. Kannst du mal kurz in den Fan reinspringen, Paddy? Vielleicht kannst du das irgendwie. Okay, das ist bei dir. Bei mir ist heute ein bisschen mysteriös. Wo ist er denn, der Fan? An der Ziegenweide. Jaha. Musst du so auswählen. Hab ich gehabt. Du musst ganz hinten, da ist noch ein ganz kleines Symbol, das musst du auswählen. So. Lass mich nochmal rein. Ja, das habe ich, das hatte ich. Ja, ist egal. Gut, was soll ich zu sagen? Meine Damen und Herren, wir sind erstmal fertig für heute. Danke fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch. Und da sehen wir uns gerne am Mittwoch wieder zu einer weiteren Folge auf der Hofbergmann. Bis dann, mach's gut. Tschüss.